Hey liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Nioh auf der PS4. Heute wieder in der Region Chugoku. Da haben wir letztens ja den Tausendfüßler als Boss besiegt in der Hauptmission. Und jetzt gucken wir uns die Nebenmission an. Hier haben wir eine Nebenmission, hier haben wir eine Nebenmission und hier haben wir eine Nebenmission. Also drei Stück. Ah ne, die haben wir gepackt. Stimmt. Dann fangen wir mit dieser hier an, die drei zornigen Götter. Denn da kriegen wir wieder Schutzgeister, zwei Stück sogar. Okay. Und das klingt eigentlich ganz gut. Das ist Stufe 31 und das hier ist Stufe 34 und die Hauptmission ist Stufe 38, also Missionsstufe. Und dann gucken wir einfach mal hier. Offenbar tummeln sich Yokai in den Ruinen zwischen den Bergen. Soweit ich weiß, beherbergten die Ruinen ursprünglich drei göttliche Gegenstände, die je einem Gott gehörten. Normalerweise bleibt ein den Göttern geweihtes Gebiet ewig rein. Also muss hier irgendetwas Außergewöhnliches vorgefallen sein. Wenn wir warten, bis den Dorfbewohnern etwas zustößt, wird es zu spät sein. Würdest du dich um das Problem kümmern? Ja, machen wir. Ja, versuchen's. Wir geben unser Bestes. Die Klinge führt uns. Diese Ruinen tief in den Bergen. Ach so, das sind wieder diese Ruinen. Okay, kennen wir ja schon. Da waren wir mit. Oder? Weiß ich es gar nicht genau. Nein, eigentlich war das ja im anderen Gebiet, aber... Oder war das auch schon hier? Bin mir gar nicht mehr sicher. Dann machen wir einfach. Legen wir mal los. Ja doch, das müsste das aber sein. Ja, hier hatten wir ja auch den Schwertmeister. Aber das war doch alles noch in der anderen Region. Also kommen wir hier auch in die Region. Oh. Oh. Das hier war ja schon mal direkt ein super Anfang. Oh. Kaputt. Jawohl, danke. Und jetzt gucken, dass uns der Bogenschütze da oben nicht weiter trifft. Das war, besten so ein Heil-Talisman benutzen, weil wir haben gar nicht so viel Elixier, haben wir eben auch wieder viel für den Boss verbraucht. So. Oder wir machen es einfach so. Das ist ja auch nicht gerade dumm. Okay. Ah, die Statuen hier waren ja auch noch aggressiv. Wie sieht es denn aus mit Muni? Nur noch Sprengmuni. Wie sieht es mit dem Bogen aus? Okay, nur noch ein Pfeil. Dann behalten wir lieber auf ihr. Und bekommt nochmal. Oh ja. Was ist denn das? Das ist wahrscheinlich so ein Gott. Scheiße, ich hätte mich doch vorher mit dem Talisman heilen. Ja, wir sehen mal an. Genau. Was ist denn jetzt los? Keine Lust mehr. Noch ausgewichen, sehr gut. Alter! Ja, 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 das war nicht so gut. Okay. Also, der hat eine lange Zunge, der Knilch. Knilch. Okay. Wo liegen unsere Seelen? Hier hinten irgendwo. Und jetzt aufpassen, da oben ist ja immer noch der Bogenschütze. Oder nochmal, besser gesagt. Nein, trifft er mich noch, Sau. Schön gehittet. Aber hier, der ist weg. Nee, wollte ich sagen. Wäre ja zu geil. Oh, jetzt. Oh, cool. Nochmal ein Elixier mehr dazu gewonnen. Sehr schön. Oh, wir haben wieder Fähigkeiten unten ohne Ende. Oh, hier noch ein Talisman, ein Wind-Talisman drauf. Vielleicht bringt der noch ein bisschen was. Direkt eins auf die lange Zunge drauf geben. Haben wir Überraschungsmoment gefistet. Ah! Oh! Komm her. Braucht, glaube ich, eine andere Haltung. Boah, der ist sau schnell. Auch in den Angriffen. Fast unvorhersehbar schon. So. Boah, gut, sehr schön. Nein, die Zunge! Alter! Ja, klar! Was ist denn los mit dem? Der spinnt doch. Also der ist heftig. Was ist denn mit dem los? Plan B. Immer in Bewegung wie per PE Mobile. So. Hat es den getriggert? Ne, hat es nicht. Aber den. Ist mir egal. Oh, fuck you. Oh, super.
als noch nicht tot. Super. Wenn ich nicht im Kopf getroffen habe, der hat mir keine Zeit gelassen zum... Alter! Och, komm. Ist doch nicht dein Ernst. Warte mal. Gucken mal, was. Und zwar... Ah, hier. Ausrüstung. Was sieht denn hier aus mit dem Bogen? Wir haben ja... Nur ein weißen Bogen, okay. Jetzt haben wir haben doch diesen neuen gefunden. Langbogen hier. Oh ja, der ist auch schon viel besser. Und jetzt anstatt das Lunkenschloss machen wir mal das Handrohr hier rein. Hier, ja, das hier. Dafür sollten wir eigentlich auch Muni haben. Viel ich weiß. Den Bogen haben wir keins. Ja, genau, da haben wir Muni. Dann gehen wir nämlich so jetzt mal bei dem Boss. Bin ja schon fast tot, das ist die andere Sache. Heilen wir uns erstmal hier hoch mit dem Mist hier. Och, nee. Du machst mich gerade sauer. So, jetzt reicht's mal. Komm her. Jetzt brenne ich auch noch. Arschloch. So, tschüss. Nie wieder, Alter. Hinten läuft ja auch noch was Großes rum. Vielleicht könnten wir... Ich hab grad eine Idee. Nein! Boah, mach doch nicht noch eine Combo, Alter. Ich wollte das Vieh nur kaputt hauen. Drückst du dreimal Viereck und dann... Boah, der wird schon mega. Zur Gülle. Da müsste doch gleich... Jawohl, mal umfallen. Nein! Fall um! Boah, der macht aber auch ganz schön Damage. Jetzt hatte der keine Ausdauer mehr. Nein, Alter! Ist doch nicht dein Ernst, dein Gottverdammter. Jetzt haben wir ihn gleich. Muss diesmal muss ich es machen. Also muss ich es hier heilen. Wow, komm hier in die Flammen. Komm. Ja, bist du wohl zu clever dafür, oder was? Willst du mich jetzt ver... Ja, super. Nicht rein. Okay, von oben. Hat das gereicht? Ja, das hat gereicht. Boah. Krasse Scheiße, ey. Der hat es drauf. Ey, guck, dann triff auch, wenn du schon 8 Millionen Attacken machst. Hier kommt man durch, ne? War vorher nicht anders irgendwie aufgebaut? In diesem heiligen Schrein. Kann doch ein Elixier haben, ne? Okay. Gehen wir uns den hier holen. Mit der hohen Haltung am besten wieder. Können wir den ganz gut... Alter! Wenn der mich jetzt kaputt macht, ne? Ich glaube, der andere ist aber unique bestimmt. Der ist bestimmt nicht wieder da. Jawohl. Hat zwar auch getroffen, aber... Oh, direkt weggeputzt. Nein! Alter! Er hat aber auch nicht mehr aufzuschlagen, dann dieser Pisser. Ich hoffe ja... Ja, hier, das ist sauber jetzt, ne? Das ist geklärt. Okay. Wenigstens etwas. Eigentlich müssten wir uns mit dem hier gar nicht beschäftigen. Aber, also, Gegner, die da sind, muss man auch töten. Anscheinend haben wir immer die Mindestmenge von drei, Alter, Elixieren dabei. Auch wenn wir eigentlich keine mehr besitzen oder so. Das kann sein. Ich muss die mal wieder ein bisschen farmen. Damit wir wieder ein bisschen spielen. Raum haben, ein bisschen mehr. Oh. Sind die diesmal alleine da? Boah. Ey, Alter. Fliegende Gegner. Ich hasse es auch, wenn sie hier nur so schweben. Auch so schlimm. Videospiel. Fliegende Gegner. Fliegende, schwebende. Alle Arten Gegnern. Nein.
Naja, da oben ist der Atombombenwerfer. Atombomben Georgie. Tschüss. Boah. Gehen wir mal hier noch rein in die Hütte. Boah, gerade noch dem anderen seine Attacke abgebrochen. Alter, spieß mich nicht. Eieieiei. Hinten ist nochmal Pfeil Georgie. Oh, Atombomben Georgie, Pfeil Georgie. So langsam geht's mal aber echt auf den. Ja, es war irgendwie klar, dass er diesmal aufsteht. Letztens, meine ich, war der nicht aufgestanden. Da habe ich nämlich drauf gewartet. Abwärtstritt. Komm, mach Abwärtstritt. Hier den Shortcut. Jetzt will ich dich. Ja, danke. Oh, wird wieder eng mit der Gesundheit. Hol mal hier nochmal so einen Boost. Dafür, da oben ist nämlich der nächste drin. Ich glaube, das ist bestimmt der zweite Gott. Es sollen ja zwei Götterdinger sind verunreinigt. Da ist bestimmt der nächste Zungenschnalzer drin. Venom oder so. Sieht wirklich so ähnlich aus, ne? Oben ist auch noch einer. Also, Gegner. Brauchen wir eigentlich nicht. Ist eigentlich unnötig. Also, vielleicht müssen wir noch dorthin. Weiß nicht, ob es zwei oder drei Götter sind. Aber rein theoretisch reicht da unten dieser eine. Achso, guck mal, er hat sich wirklich wieder auf Position gestellt, oder? Atombomben Georgie bleibt uns treu. Er stellt sich wieder dorthin irgendwann. Und ist mir egal. Erstmal die hier holen. Er ist alleine jetzt gekommen, das ist sehr schön. So. Lass auch die diesmal gar nicht erst zu, dass der zweite getriggert wird. Also, bevor der erste kaputt ist. So, haben wir uns den Weg zum Gott freigespielt. Hier ist aber auch noch ein Gegner. Ich will ja die Umgebung frei haben zuerst. Nicht, dass ich in die reinrenne. Oh oh. Ja, oh, der Range, ey, mit seinem Stolperangriff. Ja, wer schießt mir denn jetzt schon wieder ins Kreuz? Das ist doch nicht normal. Das war nicht euer Ernst, ja? Gut. Kaputt, ey, die Sau. Elixier nochmal, sehr schön. Uah, nein! Gift! Alles! Alles hier! All Scheiße der Welt! Sauf! Gegengift, Alter. Diesmal kriegen wir auch das Ding hier direkt auf. Stimmt, das war ja hier. Nein! Ach, wir runter in die Ruinen. Hab ich keinen Bock drauf. Oben ist noch ein Bogen Georgie. Boah, Alter. Die Empfindlichkeit hier ist aber auch extrem. Oh je, der lebt noch. Schnappen gehen. Oh, jetzt ist hier oben noch der Oberdämon rumgelaufen, also der größere. Ich glaube, auf den verzichten wir jetzt erstmal. Oh Gott. Ich muss unbedingt nicht nochmal heilen, bevor wir den Gott triggern. Wo ist denn jetzt dieser... Danke. Boah, gut, ey. So, nochmal geheilt. Wunderbar. Auf geht's. Bossfight. Oder so, ähnlich. Kein wirklicher Boss, ne? Zungenschnalzer in grün. Boah, geil. Servus Venom, Alter. Jetzt abgehen! Also seine Ausdauer ist aber nicht runtergegangen dadurch. Scheiße. Nein! Oh Gott. Nee, oder ist auch nicht dein Ernst, Mann. Alter, wie asozial ist denn das bitte? Oh. Er hat die Reichweite von dem. Ich kann ja gar nichts richtig machen, ne? Der hat eine abartige Abfuckreichweite. Mit seiner blöden Zunge noch. Und ich muss quasi in den Nahkampf gegen den gehen und dann kommt seine Zunge. Das ist so abkack, abfuck. Abkack, abfuck ist das. Zum Abkacken. Alter, das geht mir auch so langsam auf den Sack mit diesen verdammten Pennern.
Rage Mode activated. So, achso, ja, jetzt haben wir ja hier das Problem. Das ist die Ritterrüstung, aber die Tür ist wenigstens schon auf. Boah. Pfeil zweimal, wunderbar. Ich bräuchte eigentlich so eine Art Panzer oder so. Ah, die Ritterrüstung ist gar nicht mehr da. Um den Kribbel kaputt zu schießen. Weil mit dem Pfeil komme ich da nicht weit. Oh, hat er uns auch noch mitgetroffen. Macht dem nämlich keinen Damage. Ja, du bist auch wieder da. Alter, dass mich diese scheiß Dings trotzdem kriegt, dass ich durchlaufe, ne? Unglaublich. Heilen wir uns hier mit dem Mist nochmal. Das ist echt ein heftiger Kampf gegen den. Der Typ ist abartig. Wir müssten eigentlich nochmal da oben den Bogenschützen wegballern. Ah ja, ich weiß. Gut. Ja, hat geklappt. Oh, stimmt, da war doch noch dieses Skelett, ja. Ja, das trifft halt trotzdem. Oh. Skelettkriegertöter erhalten, okay. Achso, wir haben jetzt den besseren Bogen. Vielleicht macht er deswegen wieder One-Shots. Ich möchte gar nicht gegen das Vieh hier kämpfen, ganz ehrlich. Ich möchte einfach nicht. Jetzt noch mal ganz hoch erst und gucke, was auf dem Dach liegt. Da war nämlich noch Loot. Müssen wir aber den hier noch mal besiegen oder so. Wisst ihr, das wäre eigentlich nicht verkehrt, weil vielleicht können wir vom Dach aus auf den angreifen. Nein! Ach! Immer dieses Verzögern beim Ausweichen, ey. Ich versuche immer im richtigen Moment auszuweichen, das ist ja auch wichtig. Aber er verzögert das so oft. Haben wir direkt wieder sauber gemacht durch den Ausweich. Das perfekte Ausweichen quasi oder durch die Ausweich-Kombo. Jawohl, sehr schön. Wenigstens das, ja. Spießrutenläufer. Nein! Trifft er mich noch. Echt nicht mehr feierlich, das hier. Oh, hier waren wir eben gar nicht lang, ne? Das ganze Gift ist mir egal, gehen wir durch. Achso, das ist ja nur der Weg hier. Ja. Super. Nice. Jetzt gehen wir aufs Dach. Weil wenn wir hier den Weg frei haben zum Dach, dann kann es sein, dass wir jetzt von oben den angreifen können, wenn der da unten parkt, ne? Keine Ahnung, ob wir das irgendwie hinkriegen. Da unten liegt auch noch was. Ist auch noch gut, oder? Da ist auch noch ein Dach. Wie kommt man da rauf? Das ist eine gute Frage. Müssen wir von irgendwo springen? Ne, von der Brücke aus springen? Ja, hier. Uns gerade jemand gesehen. So gut. Sehr gut. Wenn man nämlich das Loot auch noch mit. Wer weiß, was es ist. Ach, scheiße, hier oben ist auch noch irgendwo ein Bogenschützen. Ja! Ah, das waren ein paar Bomben. Alter, Bomben sind geil. Jetzt heilen wir uns vor dem seiner Haustür nochmal und dann probieren wir es nochmal. Wenn wir die Folge beenden können. War hier doch eine heftigere Nebenmission. Also ich denke mal, dass es die letzte ist, der uns noch im Weg steht. Was gut ist, wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Dings da frei. Unseren Schutzzauber. Hier irgendwelche Giftspuren. Ah, die grünen Dämonenköpfe sind nämlich hier drin. Boah, der kommt auch direkt auf uns zugerannt. Ne? Der ist nicht so feige wie der andere. Nun jetzt einfach mal zu rennen und die Giftspucker hier wegzumachen zuerst. Das klappt schon mal ganz gut. So, und jetzt auf ihn. Und nicht so oft treffen lassen, dann dauert nämlich der Effekt hier länger. Ah, jetzt ist er weg. Oh, war auch nicht gut.
bleiben ein bisschen mehr in Bewegung. Boah, das ist heftig. Heilen. So, das war's mit dem Bogen. Jetzt! Oh ja, gerade haben wir schön ein paar Konter-Moves verteilt. So, tschüss. Dann war er ganz einfach auf einmal. Lol. Das war es aber immer noch nicht in der Mission. Super. Was fehlt denn jetzt noch? Aber warte mal. Ja, das Loot vielleicht. Wind-Anomari-Anhänger. Und unten gab es ja auch bestimmt dann noch Loot. Nachdem wir ihn besiegt haben, haben wir nicht mehr geguckt, oder? Warte mal, hier haben wir noch eine Kiste. Windamulett. Okay. Ich bin wieder Wind. Nicht, dass unten der jetzt wieder lebt, dass man wirklich beide besiegen muss. Aber wir haben, glaube ich, geguckt, der war tot, ne? Ah, da ist nichts. Oh, da ist noch eine Truhe. Auf jeden Fall kann es das niemand nehmen, die beiden haben wir. Hier geht es, glaube ich, ins Loch rein. Oh, ja, das ist aber die unglückliche Art und Weise, wie man in das Loch hier reingeht. Was ist denn mit dir? Ich wollte gerade sagen, hat er uns nicht gesehen oder was? Oh, jetzt treffe ich den nicht, ey. Aber so langsam auch mal zum Ende kommen in der Mission. Das gibt's doch gar nicht. Oh, die Wand kaputt machen? Nee. Noch weiter ins Loch. Gott. Boah. Freundchen, Alter. Wo ist denn hier die Druckplatte? Finde ich nicht. Glaube ich hier. Nee, auch nicht. Egal, machen wir ihn so kaputt. Nämlich hier hinten ist die Falle. Ich habe nur die Druckplatte nicht gefunden. Da ist die eine Ablehnung von der Ritterrüstung. Oh Mann, ey. Da ist die Druckplatte. Na, versuchen wir mal zu umgehen, das Ding. Oh. Ist mir egal. Und der andere jetzt. Nein! Der hat schon getroffen. Wo sind der? Steckt der fest oder was? Okay, wir suchen mal noch schnell. Oh geil, die Machi-Pfeil. Hey, hallo. Hallo. Ah, danke. Oh! Der ist über die Druckplatte gelaufen, verdammte Scheiße. Das habe ich ganz vergessen, dass er das auch kann. Weil das wollte ich nämlich gerade machen. Verdammt, war das knapp, ey. Hätte ich ja können reiern, wenn der uns jetzt wirklich mit dieser Scheißdruckblätter umgebracht hätte. Ich habe einfach vergessen, dass die das auch betätigen können. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Das ist ja wohl ganz normal, dass sie das auch können. Oder irgendwie logisch, ne? Sind ja auch normale Charaktere. Die eine Physik haben. Und damit auf das Ding treten und das auch betätigen. Weiß nur nicht, irgendwie denkt man immer, man kann die Teile nur selber auslösen. Weiß nicht warum, was da für ein Schalter im Kopf nicht stimmt. Oh je, ja, blaue hatten wir noch keine gesehen. Ja, grüne bis eben auch noch nicht. Aber er scheint keine Verbündete hier dabei zu haben, ne? Aber es gab ja auch eigentlich drei heilige Orte, ne? Und jetzt haben wir blau, grün und... Oh Mann, und die Folge dauert schon wieder ewig. Ich glaube, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Und dann nicht gleich irgendwo ein Ende in Sicht ist. Wow. Nein, 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 nein. Wow. Was für eine Reaktion. Reactions, Baby. Hoffentlich hat er die Ritterrüstung blatt gemacht. Nein, da nicht. Ja, zu schön gewesen.
Och, nö. Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das... Och, Leute. Oh. Ja, gut, dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei. Wenn es heißt Nioh und wir gehen wieder da runter und, ja, klären den Rest dieser Mission. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye, bye. Muss winken. Ja, tschüss. I can do this all day, I can do this all night. Do this all night. I can do this all day, I can do this all night. I need